So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starbound. Wir befinden uns gerade auf meinem Raumschiff. Oder ist das deins? Das ist deins. Das ist meins. Gut, dann crafte. Ich hab gesagt, du sollst das Bett wegmachen. Mach ich doch, mach ich doch. Ha. Okay, wir haben jetzt einen Amboss. Da, 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 da. Und daraus da kann man sein Werkzeug. Gib mir mal deine Spitzhacke. Im hohen Bogen kam sie zu mir geflogen. Ja. So, und da. Eine Kupferspitzhacke, die um einige schneller ist. Das sah irgendwie, weiß nicht, ich finde Kupfer sieht ein bisschen schlechter aus als Stein. Stein, ja. Willst du... Oh. Klick mal auf mein Profilbild und beam dich zu meinem Schiff. Ach so, links. Okay. Beam to ship. Genau. Das ist mein Schiff. Und jetzt komme ich hier gleich runter durch meinen Teleporter. Wo sind wir jetzt? Auf meinem Planeten. Ah. Und ich, da links ist irgend so ein Typ. Alpha da. Delta Del 092. Alter, ist ein Name. Ist er aggressiv? Sobald du ihn angreifst, wahrscheinlich schon. Nö, der ist nicht aggressiv. Ah. Jetzt aber! Nee! Oh. Okay. Ich glaube, das war der, der bei diesem. Bin ein bisschen durch meine Welt. Oh, oh hallo, Eulchen. Oh. Hä? Hey, der ist friedlich. Ja. Direkt mal töten. Ah! Direkt mal abschlachten. Ja. Okay, er ist runtergefallen. Er lebt aber noch. Keine Angst. Oh, ha! Das Geld, okay, ich glaube, ich wollte am Anfang nach rechts gehen, weil hier auf der linken Seite scheint gerade noch nichts zu sein. Aber ich erkunde. In einer weit entfernten Galaxie. Das Viecher, die sehen aus wie dieses Pokémon. Bist du denn? Ganz weit links. Ah! Ah! Ich erkunde immer weiter nach links. Hier ist ein Einwohner mit einem Bett. Hallo Einwohner, was sagst du? Flora never step beach ever. Komm! Ja! Erwischt. Ja, wir nehmen gerade heute am Tag des Releases noch auf. Ja. Deswegen freuen wir uns natürlich schon auf eure Kommentare, die uns wieder das komplette Spiel spoilert. Oh, was ist das denn für eine? Ey, Moran. Lass doch ihr Bett da! Ey! Voll der Wichser, ey. Ich hab mein eigenes Haus jetzt nicht mehr, haha. Boah, richtig gemein, Mann. What the fuck? Das können wir selber für unsere Dächer verwenden, irgendwann mal, wenn wir bauen. Das Holz will ich nicht, das dauert mir zu lang. Weißt du, dann nehmen wir sogar noch die Türen mit, einfach alles. Stell dir da mal in echt vor. Können irgendwelche Spacken und bauen alles von dir ab. Guck mal, jetzt ist ein Tor. Oh, jetzt tötet die sich selber. Die Fackeln können wir noch mitnehmen. Stirbt ich die? Ich hack mal mit drauf. Na, ich glaube, sie kann ertrinken. Tu's nicht. Es die ah! ist. Könnte auch ein Kerl sein. Nee, ich glaube, ist ein Vibe. Bei den Floranern erkennt man das nie so sehr. Sind halt doofe Ökos. Ja. Oh, der Boden. Nehmen wir den Boden noch mit. Kein Problem. Dauert aber voll lange abzubauen. Ja, oh. Geht. Okay. Das ist doch noch der Hintergrund vom Boden. Ach so. Boah, bist du gemein. Boah, warte, ich gehe wieder ins Wasser. Oh. Oh, ich habe ihn getötet. Was? Nein, ich wollte noch nur sein Haus abbauen. Nein, nicht ihn. So einen komischen Fisch. Okay. Nein, Baum fällt. Die Welt geht kaputt. Hilfe. Ich folge dir mal. Was Mord? Oh. Er wird angegriffen. Oh nein. Ich habe ihn verteidigt. Du bist so nett. Das passiert aber echt manchmal, wenn man im Dorf ist oder so. Und dann sind da Monster und man will kämpfen. Dann tötet man einfach die Person, die man nicht töten will. Oh, guck mal, die können wir doch als Dekoration mitnehmen. Noch ein Haus, cool. Ich meinte eigentlich nur diese Schädel. Muss nicht gleich wieder das ganze Haus abreißen. Genau, von dem Haus, weißt du, wo keiner drin wohnt, willst du nicht alles mitnehmen, aber da, wo einer war, restlos, oder wie? Ja, klar. Wir sind Piraten. Ah. Arr. Ich will doch eh nur das Feuer haben. Das komische Holz, da kann ich eh nichts mit anfangen. Aber so. Mit den Bäumen, oder? Komm. Ja klar, Holz brauchen wir für Treibstoff. Baumfeld!
Ganz viele, da freue ich mich schon so drauf. Wir brauchen eh ganz viele Rank, dass wir uns endlich mal Bandagen basteln können. Die Zuschauer werden uns wahrscheinlich töten, dass wir uns die ganze Zeit keine Bandagen basteln. Meins. Was war das? Keine Ahnung. Ah, wir leuchten. Okay. Wie viel Geld hast du? 97. Ah. Ja, nimm das Eisen mit. Okay. Wir brauchen super viele Eisenbarren und alles für den ersten Boss, dass wir den rufen können. Und dann backst du die wieder weg. Na? Ja, klar. Macht man was anderes mit der Eisen? Nee, nee. Ist voll schade, dass wir jetzt einen Tag Pause zwischen den Werkzeugen haben. Also siehst du gar nicht den Vergleich, wie viel schneller das Fahrzeug ist. Ja, dann ab beim nächsten. Nee, das hat es selber noch nie erreicht. Ja. Wie bist du da rausgekommen? Keine Ahnung. Hä? Sprung. Du verhungerst gerade, glaube ich. Oder erfrierst. Oh ja, ich brauche Essen. Wie esse ich? Indem du es in die Hand nimmst und Linksklick machst. Ah. Oh. Okay. Manu verhungert in der Wildnis. What's up? Oh ja, geil. Ich grab mich hier raus. Ich sammle hier fleißig noch ein bisschen Kohle. Guckt ihn euch an, Leute. Guckt ihn euch an, da unten links. Ist er nicht putzig? Weiß nicht, wenn du meinst, aber er ist bestimmt putzig. Da gehe ich jetzt hin und ich werde ihn töten. Komm. Ich töte ihn jetzt. Achso, und bezüglich eurer Entscheidung vom ersten und zweiten Part, ob ich jetzt nah spielen soll oder weiter weg, das werde ich dann wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahmesession berücksichtigen, damit ihr ein bisschen Zeit habt zu voten. Alter. Oh, Tomatin. Ja, ich habe Tomatin gefunden. Hallo, ist hier eine? Ranken! Wenn wir ganz viele Eisenbahnen haben, ich glaube 15 Stück, dann können wir unseren Bogen verbessern. Okay. Ah, guck mal, da ist doch auch Kohle. Da habe ich auch relativ viel schon abgebaut. Am liebsten würde ich jeden einzelnen Baum fällen in der gesamten Landschaft. Mache ich ja eigentlich immer. Und das ist kein Wunder, warum du so langsam bist. Ja, ich bin gerade in der Höhle und hol Kohle. Na, da komme ich nicht hin, Leute. Hilfe. Im Boden sind auch Sachen reingeneriert. Ich habe gestern so ein Labor unterirdisch gefunden. Ein Labor? Mhm. Das war so eine Laborkapsel, die war unterirdisch. Hast du C17 und C18 gefunden? Na klar. Kennst du die? Ja. Dragon Ball. Hätte sein können, dass du keine Kindheit hattest. Wer Dragon Ball nicht kennt, hatte keine Kindheit. Da habt ihr es. Ich bin gestorben. Der Peter kennt ja auch noch Kamehameha. Ne, ich hab schon geschaut. Ich überleg ständig, das einfach nochmal zu gucken. 300 Folgen, 400, 500. Kann man ja machen, wenn man nicht mehr alles weiß, dann auf jeden Fall, aber... Nicht zu häufig, sonst wird einem langweilig. Nee. 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 Da hab ich so viel Monsterfleisch. Haben wir so viele mit dem Bogencode kaputt geschossen? Ich hab gerade auch noch ein paar getötet. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich geh mal auf dein Schiff und schieße ein bisschen. Geil. Du hast auf jeden Fall ein Lagerfeuer, das du kochen kannst. Ja, sehr schön. Und einen Webstuhl stelle ich dir auch gleich hin, dann können wir uns da auch Bandagen machen. Hä? Was ist denn das für ein Geräusch? Einen Webstuhl. Ich glaube, hier war eine Biene. Den schon voll als Lager missbrauche. Na, super. Oh, wer bist du denn? Alter! Ist es Alter? Alter, ihr, ja. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich hab's besiegt. Oh, ich brauch noch mehr Ranken. Oh! Ein Bäumchen. So, ein bisschen rumteleportieren. Ich habe Äpfel bekommen. Oder sowas. Okay. Soll ich die töten? Ich töte die mal. Gucken, ob die ausrasten. Die Musik ist richtig schön in dem Spiel.
Ja, Kampfmusik, die immer kommt, ist cool. Und die normale Musik ist auch cool. Alles cool. Ach, hier rechts ist das, was ich dir zeigen wollte. Okay. Ich habe ich mir ja gut gemerkt. Dann baue ich selber ab. Zack. Oder willst du es sehen? Willst du es den Zuschauer zeigen? Ja, warte. Oh, 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 oh. Oh, oh, okay. Wie komme ich? Auf mein Bild klicken wieder. Ah. Oh, ja. Und jetzt? Wieder runterkommen? Bin ich. Wohin? Du siehst übrigens neben... Weißt du das mit dem Kompass? Ah ja, hatte ich hier gesagt. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich habe ja mit... Hier, komm mit. Ich komm. Dieser Vogel, den wir vorhin getötet haben, der in der Rüstung. Oder was, die Gegner zumindest, der kommt von hier. Hä? Ey! Silberbaren Flash. Eine grüne Flashlight? Wo ist ein Unterschied? Die leuchtet grün. Und eine Wobbly Prodder. Two-handed. Eine Waffe oder was? Ja, das ist eine. Siehst du doch, das ist eine Axt. Drag and Drop, wie kann ich denn nochmal. Ach, mit Shift, ne? Okay, ja. Ich nehm's mal raus. Hab alles. Die Barren kannst du ja wieder rein. Kannst du mir geben. Ja, warte, ich kann dir direkt mal. Tja, nehm guck mich hier gerade ein bisschen mit. Um. Kuh. Yay, noch mehr Erze. Ja. Warte mal, ich. Guck mir das mal ganz kurz an. Kann ich ja dann mal ganz kurz wieder rausholen. Eine Crappy Axe. Ich glaube nicht, dass Armor die besser Penetration, ist. Armor Penetration. 1 beide. Swing Speed 192. Naja, stimmt. Ist echt nicht besser. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte meine erste richtige Waffe. Geht ja. Und verkaufen? Weiß ich nicht, ob das geht. Wenn ja, dann bei einem Händler. Aber wir kennen ja noch keinen. Haben noch kein Dorf gefunden bisher. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Die sind so einsam. Ah, oh, da war ich voll in dem tiefen Loch. Hier bin ich schon mal lang geklettert. Oh, oh, ah, ah, nee. Von der grünen Erde. Ich erschreck mich hier voll. Eine grüne Erde von deinem Planeten. Ja, hör mal auf, hier meinen Planeten zu ramponieren. Was ist los? Dann führe deinen Planeten auf meinen Planeten. Ach stimmt, wir sind auf deinem. Ja, aber so ich habe die grüne Erde von deinem. Ja. Schön geplündert. Fight! Hilfe, Manuel, Hilfe! Tomate! Ja, habe ich auch schon. Schade. Ich brauche ganz viel von den Ranken noch. Ja, man sieht auf jeden Fall, wo du schon warst. Ja, da habe ich meinen Gegner ab und zu eingebaut und so. Dass ich in Ruhe durchlaufen konnte, ohne Geld zu kriegen. Ich habe ja nur Erze nochmal gesammelt, weil ich Erze gelöscht hatte. Kann ich mal kurz für die Zuschauer erklären. Ist ja nicht wundern, warum ich durch die Welt laufe ohne Aufnahme. Ha, ha, nee! Oh, Gott sei Dank. Ha, ha, nee! Komm! Mantuell, warte! Es ist so schön hier! Mantuell? Mantuell. Hast du ihn geraucht? Zeig mal die grüne Lampe. Ah ja, stimmt. Nein, Bumfeld! Okay, Sekunde. Ich zieh sie mal raus. Jo. So. Wer are you? In der Höhle hier, ein paar Meter weiter irgendwo. Ach, sehr präzise. Hallo. Wusste ich direkt, wo du bist. Das hier ist die normale. Und das ist die grüne. Ah. Cool. Bisschen grün. Ich hätte mal eine rote gefunden. Ach so. Und du sagst mir jetzt? Es gibt übrigens in dem Spiel so ein Item, mit dem kann man sich in so einen Ball wie bei Metroid verwandeln. Oh. Dieses Metroid? Ja. Ja. Mit Samus und so. Samus Aran, ja. Oh, 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 oh. Nein, ich bin fast tot, übrigens. Ich steck in der Wand drin. So, die ist ein bisschen was. Danke. Oh, nee, deine Items. Oh, meine Items. Alter, du Wichser. Hä? Ich hab die nicht mal gezielt aufgesammelt. Ja, aber du hast mir trotzdem geklaut. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war mit dem Part. Heute gibt's noch einen zweiten und ab morgen dann nur noch einen pro Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.